darkness that I've never seen. Was hidden by the trust you gave. In my weakest times, you called me brave. And the sound of the world never swept me off my feet. Between all the bursts and shakes, your voice always took the chase. And if I hold you, I know I've never been taken by despair and sin. Ooh, hold me now. Cause if it wasn't you, there wouldn't be no me. There'd be no truth. Mit Yvonne und Stefanie. Komm bitte runter, bitte nicht fallen. Auf dich brauche ich nicht aufpassen, ne? Genau, danke. Sehr schön, sehr schön. Alle Singles von unseren Talenten zusammen mit den Coaches gibt es natürlich auf thevoice.de. Da finden Sie alle Infos, wie man das Ganze streamen kann. Megamäßig, wirklich geil. Und ihr beiden, guck mal, auf Englisch. Geil. Ja, ey. Ganz neue Töne solltet ihr öfter machen. Ja, dann pass mal auf, seid mal gespannt. Ich habe die Wände zwischen Yvonnes und meiner Garderobe sind sehr dünn. Und ich habe da so ein bisschen was gehört. Also bei Yvonne dürft ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein, was da so kommt. Also, okay. Ich singe schon mein ganzes Leben lang Englisch. Das ist meine Leidenschaft, auch wenn man mich mit Deutsch kennt. Aber ab Januar wird man was Neues singen. Ah, guck mal. Und jetzt mit Entschuldigung an dieser Stelle. Ich weiß, das machen wir eigentlich nicht. Eigentlich stehen wir immer hier unten, weil wir das nicht zeigen wollen. Aber das bitte, das möchte ich einmal zeigen. Hier, einen Applaus mal bitte für unsere ganze Umbaucrew und so. Die machen das immer im Verborgenen. Hier wird jetzt gerade der Baum gefällt. Der wird jetzt hinten verpackt und dann wird die Bühne wieder gerichtet für den nächsten Auftritt. Also Applaus für euch Jungs, auch unter den ganzen Umständen mit Maske und so. Ihr macht hier echt einen harten Job. Sehr geil. Das muss man auch mal zeigen, oder? Ja, 100%. Das ist ein echter Baum. Das ist ein echter Baum? Das ist ein echter Baum. Auch die Baumkrone? Ist das echt? Ja, ja, und vor allem seht ihr das oben in der Baumkrone? So, Tore, siehst du das? In der Baumkrone steht die 01. Leute, Olli gewinnt hier nicht einfach so. Ohne Mist. Ihr müsst anrufen. Ihr müsst anrufen für Olli. Ey, hier los? Ganz ehrlich. Hallo, was ist denn hier los?
Jetzt wird das hier gerade auf einmal, nehmt ihr das Ding, ganze Ding an euch, oder was? Naja, was soll's, ey, ganz ehrlich, ey, Olli, ganz, ich muss das sagen, ganz ja. kurz, Olli ist Berufsmusiker, von jetzt auf gleich sind ihm einfach in diesem verdammten Jahr alle Jobs weggefallen und alle anderen würden den Kopf in den Sand stecken und sagen, scheiße, was für ein Jahr. Und du hast einfach gesagt, hey, komm, dann gehe ich halt zu The Voice of Germany und das ist geil, weißt du? Das ist auf geil. Jeden Fall, das ist geil. Was hast du denn dazu, Mark Forster, zu dem Auftritt von den dreien? Ich mochte das sehr gerne. Ich fand, das ist, ich find's krass irgendwie, alle Songs, wie gut die zu den jeweiligen Talents passen und trotzdem auch zu den Coaches. Ich finde, das passt einfach. Vor allem bei den dreien echt verschiedene Typen. Ja, wie Arsch so, auf einmal. Man muss ja irgendwie drei komplett unterschiedliche Künstler zusammenführen und das habt ihr großartig geschafft. Und ich habe das, also ich noch ein richtiger Ohrwurm. Nochmal Lob von Mark Forster auch für euch. Jetzt können wir auch mal ein Lob austeilen, Mark. Du bist auch lieb. Danke. Aber Olli, 0-1, Leute, ne? Ja, genau, ja. Ich glaube, ich mache jetzt ab. Jetzt wow, das hat mich echt berührt. Das Lob von Ihnen zu Hause für Oliver und das können Sie einfach aussprechen, indem Sie anrufen. 013 79 78 78 und er hat die 01 oder schicken Sie die 01 in einer SMS an 3x4 3x1 oder stimmen Sie einfach ab auf thevoice.de, aber bitte beachten Sie dort alle Hinweise. Oliver Henrich, vielen Dank.